Im Gegensatz zu herkömmlichen Wirtschaftssimulationen handeln sie in Transportgigant nicht mit Waren. Wie der Name schon vermuten lässt, verdienen sie bei diesem Titel ihr Geld ausschließlich mit deren Beförderung. Sie bestimmen, womit und wie die Waren ihrer Kunden transportiert werden. Natürlich müssen dabei die Transportwege an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ob Sie dabei auf Schienen, Straßen oder gar Seewege setzen, bleibt Ihnen überlassen. Zum ersten Mal in Joe Woods Wiesim Gigantenreihe stehen für Eisenbahnen verschiedene Kurvenradien zur Verfügung. Entscheidend für die Auswahl der Loks, die später dort verkehren sollen. Hochgeschwindigkeitszüge werden durch die engen Kurven ausgebremst. Der Spieler leider durch die umständliche Verlegung derselben. Während sie im Startjahr 1850 noch auf Segelschiffe und Pferde angewiesen sind, stehen im Lauf der Zeit 130 verschiedene Vehikel zur Verfügung, bis hin zu Magnetschwebebahnen und Frachtjumbos. Im Jahr 2050 ist allerdings auch im Endlosspiel Schluss mit dem technischen Fortschritt. Grafisch herrscht noch 2D, allerdings überzeugen die Städte und Fahrzeuge durch hohen Detailreichtum. Speziell die 500 vorgerenderten Gebäudearten wissen zu gefallen. Einzig die Umgebung wirkt teils arg steril. Fans der Gigantenserie können ab Juni ihre Handelswege bestimmen. Einen ausführlichen Test finden Sie in der aktuellen Ausgabe.